Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und ich bin der Möglichmacher. Mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und heute geht's richtig los. Guten Morgen oder grüezi aus der Schweiz, aus Basel und ja, die Folge 1. Nach der Nullfolge. Und wir wollen heute so richtig schon mal einsteigen, dass wir ein großes, großes Thema anfangen. Und zwar reden wir beide heute über Körper, Geist und Seele. Absolut. Und das, was ist eigentlich das Leben, wenn man das nicht in gewisser Art und Weise gesund leben kann? Ja, und da gibt es ganz viele Dinge. Wir achten ja ganz häufig auf unseren Körper, was wir essen, ob wir Sport machen. Aber zum Beispiel habe ich so aus meinen 500 Einzelcoachings immer wieder rausgefunden, auf die Seele achtet so gut wie keiner. Es gibt ganz wenig Unternehmen zum Beispiel, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch eine seelische Unterstützung, ne? Da kriegt man Massagen, Yoga, alles Mögliche. Aber jemand, der da ist und Probleme vom Menschen auffängt, also du siehst, das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft, glaube ich, erst noch ankommen muss. Absolut. Auch die Gesundheit an sich, also die körperliche Gesundheit, die widerspiegelt ja immer die seelische Gesundheit in sich. Das mag vielleicht für den anderen ein bisschen spooky oder esoterisch vorkommen, bei dem man sagt, lass man das einfach, weil grundsätzlich gibt es nicht umsonst in der Medizin den Fachbereich Psychosomatik. Mhm. Also das heißt, Menschen, die haben Rückenschmerzen, aber die gehen zum Arzt, machen das MRI, alles drum und dran, haben auch zwar Sport gemacht und ich stehe auch sehr stark für Frühsport etc., am besten 05:30 aufstehen und dann rumhüpfen, so circa 20 Minuten joggen gehen und was mit den Liegestützen und, da bin ich voll der Dings, das ist auch für die späteren Folgen natürlich für Sexualität auch sehr wichtig. aber das kannst du auch oftmals, wenn du merkst, da sind Schwierigkeiten da, ist natürlich eine Motivation, eine seelische Motivation muss auch irgendwie da sein. Ja, die meisten Menschen kommen gar nicht da drauf. Vor allen Dingen, weil seelische Probleme kleingeredet werden. Du darfst ja nicht krank sein. Mhm. Und die meisten Menschen glauben immer noch, dass so eine seelische Krankheit irgendwie was Schlimmes ist. Nur wenn du dir vorstellst, dass unser Gehirn seit 300.000 Jahren sich nicht geändert hat und wir an einem Tag Informationen bekommen, da haben unsere Vorfahren ein Jahr von gebraucht. Absolut. Und du glaubst, und dein Gehirn hat sich nicht weiterentwickelt, das heißt, wir haben kein Upgrade bekommen, dann kannst du dir vielleicht irgendwie vorstellen, was in deinem Kopf und in deiner Seele losgeht. Allerdings sollten wir beide auch mal drüber reden, was verstehen wir beide unter Körper, Geist und Seele. Absolut. Und das ist dann auch heute gehen wir auch auf die allgemein, also beziehungsweise auf das große Ganze der Gesundheit darauf ein. Körper, Geist und Seele. Also für mich ist natürlich klar, der Körper selbst ist quasi wie der Tempel. Und ein schöner Tempel ist einfach schön anzuschauen. Aber was bringt es, wenn das Innenleben, so quasi die Menschen, die in einem Tempel drin sind, verwahrlost sind, keine Wertigkeit in sich finden und nur als Bettler in diesem Tempel drin sind, da geht der Tempel automatisch auch kaputt, weil er nicht gehütet und gepflegt wird. Also ja, nicht nur als Bettler, sondern du kannst dir das vielleicht vorstellen, wenn du reingehst und da steht da so ein Sprayer mit ein paar Dosen und haut Graffitis an die Wand seines Tempels von innen. Das ist ja auch, ne, das machen ja halt sehr viele Leute. Und dann kommen wir dahin, dass wir mit unserem Körper ja auch einen Geist beherbergen. Und dieser Geist, das ist so unser Unterbewusstsein. Das sind alle unsere Erfahrungen, die wir seit Kindheitstagen, es gibt Theorien, die sagen sogar schon vor der Geburt,
dass dort Erinnerungen tatsächlich abgelagert werden. Wir sind mittlerweile in der Forschung so weit, dass wir wissen, dass unsere Zellen, also unser Unterbewusstsein in unseren Zellen Erinnerungen auf emotionaler Basis ablegen. Und das heißt, jede Art von Emotion kommt aus dem Körper heraus. Und deswegen sind manchmal Emotionen bei Menschen auch so stark, weil der ganze Körper auf einmal spricht. Ja. Und da rauszufinden und zu sagen, okay, was für Emotionen sind das? Wie kann ich die eventuell mal umlenken, indem ich sie von zerstörerisch auf erschaffend stelle? Da geht es dann in der Folge drum, wenn wir über Geist reden, oder geht es in den Folgen drum. Ja, und die Seele, da haben wir beide auch einiges zu tun, zu entdecken. Aber hallo. vor allen Dingen, weil wir beide ja immer unterschiedlich rangehen an die Seele. Ja. Wie würdest du jetzt die Seele kurz beschreiben noch? Die Seele ist, also der Geist ist für mich im Prinzip, vielleicht sehe ich das ein bisschen anders, also der Geist ist quasi die Führung, der ich mich hingebe. Und die Seele, die ist ja mir selbst. Das heißt, so wie ich mit mir selbst umgehe, auch mit meinem Innen, so auch sozusagen auch mit meinem Eisberg, also das Unterbewusstsein kann man auch als Eisberg erachten, weil 90% ja darunter schlummern. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich auch mit dem entsprechend umgehen und muss dadurch epigenetisch nicht ausbrechen, wenn ich das auch schon weiß. Ihr hört, wir beide werden auch diskutieren in unseren Folgen, weil wir viele Sachen auch ein bisschen anders sehen. Oder ja, aber es geht immer auf das gleiche Ziel, aber wir sehen Sachen immer gleich. Und ihr könnt euch total darauf freuen, denn ihr bekommt ja von uns unterschiedlichste Sichtweisen und jeder von euch darf die Sichtweise nehmen, die ihm am besten gefällt, selbstverständlich. Ja, für die Übersicht sind wir heute fertig. Genau. Und wir sind natürlich immer froh, wenn du einfach mal deine Gedanken uns auch mitteilst. Entweder mir per Mail auf info@derbieri.com oder auf Facebook, auf Messenger. Ja, oder du schickst mir eine Mail, das ist, ich sage es jetzt einmal schnell, ich@tuesjetzt.net, ich tue es jetzt nicht. Ja, die Schwaben unter uns, denkt bitte daran, net heißt hier Netz, nicht. Und langsam heißt das ich@tuesjetzt.net oder auf Facebook oder du rufst mich einfach an. Meine Nummer steht auf meiner Homepage. Geht auch. Sehr schön. Und sonst findest du die entsprechenden Angaben auch in den Shownotes. Und diese Folge wird aufgenommen, bevor das rausgeht. Ich muss jetzt mal spoilern. Ab morgen bin ich bei der App Upspeak auch als Mentor gelistet. Da kannst du mir sofort eine Sprachnachricht schicken, wenn du diese Folge gehört hast. Und dann werde ich die mit Matthias besprechen und die antworten. Jawohl, und bei Upspeak bin ich auch dabei ab dem 27.08. Und wir rocken das gemeinsam. Rocken wir gemeinsam. Tschüss aus der Schweiz. Tschüss aus Hamburg. Und noch was anderes. Empfehle uns weiter, damit es noch weitergeht. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann. Der Jan.